Hallo zusammen. Hallo. Wir sind auf dem Weg zur CMT nach Stuttgart, zur Touristikmesse und Caravanmesse dort. Auf dem Weg dorthin fahren wir aber noch beim Caravan Live in Rottweil vorbei zur Dichtheitsprüfung, die bei unserem Adria ansteht. Einige von euch haben ja vielleicht mitbekommen, dass der Adria-Händler in Offenburg bei uns in der Nähe, bei dem wir jetzt jahrelang waren, mit dem wir auch sehr zufrieden waren, leider Insolvenz angemeldet hat vor 5-6 Monaten. Den gibt es nicht mehr und jetzt mussten wir uns Ersatz suchen. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer jetzt bis Rottweil fahren müssen. Das ist der nächstgelegene Adria-Händler, verrückt, bis nach Rottweil zu fahren. Wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden hierhin gebraucht. Das geht für uns dann quer durch den Schwarzwald, Hügel rauf, Hügel runter. Naja, aber solange schöne Gegend. Wunderschön bei dem Wetter. Es ist also heute ein Traum. Blauer Himmel, die Sonne strahlt und überall durch die eisigen Temperaturen so schöner weißer Raureif und Schnee auf den Bäumen. Also zum Schauen einfach wunderschön. Ja gut, aber genießen konnten wir es jetzt heute nicht richtig, weil wir den Druck hatten, hier jetzt mittags den Termin wahrzunehmen. Und es soll angeblich auch trotzdem nur eine halbe Stunde dauern, Stunde maximal. Und dann fahren wir weiter nach Stuttgart und dann melden wir uns da nochmal. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen auch von mir. Wir starten unseren ersten Tag auf der CMT in Stuttgart. Durften eine Stunde früher rein, also können das noch genießen, dass die Hallen noch leer sind. Aber wir werden nicht viel schaffen, denn ich habe jetzt gestern in der Pressemitteilung noch gelesen, 1600 Aussteller, 1300 Fahrzeuge. Man sieht den Wald also mal wieder vor lauter Bäumen nicht. Wenn man so sagen mag. Aber noch fühlen wir uns fit. Ja, wir sind ja auch jetzt noch frisch ausgeschlafen. Fragt uns in 2-3 Stunden nochmal, was die Füße hergeben an Qualm. Ja, wir werden jetzt hier in Halle 1 starten. Halle 1 ist ja auch auf der Galerie immer relativ viel los mit Offroad-Fahrzeugen und solchen Geschichten. Damit wir uns nicht total verlaufen hier und den Überblick verlieren, habe ich mir jetzt vorab mal von den Pressenachrichten die Neuheiten, die es hier auf der CMT gibt, ausgedruckt. Ihr wisst ja, ich bin immer ein Freund von Papier und Leuchtstift, habe mir also ein paar Sachen rausgesucht, die ich jetzt oder die wir besonders interessant finden, die vielleicht für euch auch ein kleines Schmankerl sind. Wie immer wird es von uns keine großartigen Roomtouren geben. Das machen ja andere besser, wisst ihr ja. Wir werden also nach ein paar Spezialitäten suchen, vielleicht auch Kuriositäten. Und damit fangen wir jetzt einfach an. Heute kommt erschwerend für uns dazu. Wir haben die Sunny mit. Die war noch nie mit uns auf einer Messe. Wir werden jetzt schauen, wie gut sie das heute verpackt mit diesen Menschenmassen. Guten Morgen, Sunny. Wir werden schauen, wie gut sie das hinkriegt heute. Ob sie arg nervös wird, aber ich denke mir, sie wird auch müde werden nach 1-2 Stunden und dann wird sie auch immer relaxter und entspannter. Ansonsten werden wir sie zwischendrin einfach zurück zum Camper bringen. Sie kann auch gut mal 3-4 Stunden im Camper alleine bleiben. Das ist sie gewohnt, auch von zu Hause aus. Also kein Problem, aber wir werden sie heute mal testen auf ihre Stresstauglichkeit. Sie wird sich auf andere Hunde freuen. Genau, sie wird ja anderen Hunden begegnen. Wir hatten gestern Abend schon die ersten Begegnungen mit anderen Hunden hier. Und sie ist ja eine kleine Zicke manchmal. Du bist ja sehr, sehr kontaktfreudig. Ja. Wenn man Neues zeigt, heißt das natürlich, dass es noch keine Erfahrungswerte gibt und auch wir keine Aussagen zur Praxistauglichkeit machen können. Die Übersicht der Neuheiten findet auch ihr auf der Homepage der CMT unter dem Reiter Presse. Wenn man dort den Punkt Pressematerial wählt, kann man die 14-seitige Zusammenstellung herunterladen.
Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und auch in unserem Blog auf unserer Homepage. In Halle 1 steuern wir als erstes den Stand von Ecodynamic Tech an. Die US-Firma, die seit über 20 Jahren für Solartechnik bekannt ist, will den europäischen Markt mit ihrer aufrollbaren, motorisierten Solarmarkise für Campingmobile erobern. Mit einer Leistung von bis zu 1000 Watt und LED-Beleuchtung könnte es eine Alternative zu den üblichen Solarpanels sein. Da die Markise mit einem großen Gestänge auch senkrecht an der Seitenwand befestigt wird, hält sie sogar großen Wind aus. Ob man so etwas allerdings außen an der B-Säule eines Kastenwagens montieren kann, wage ich zu bezweifeln. Aber die Idee, finde ich, ist es wert, hier gezeigt zu werden. Für Freisteher wie uns ist das nichts, da wir so gut wie nie eine Markise ausfahren. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Halle 7, dem Ort, an dem ihr das meiste an Campingzubehör findet. Also, wir sind hier beim Stand von Simply Collect. Die haben dieses Jahr als Neuheit einen Faltkanister, einen tragbaren 10 Liter Wasser. Ganz neu mit schönem gepolsterten Tragegriff. Das ist das, was mich eigentlich mir aufgestunken hat bei den herkömmlichen Faltkanistern. Die haben alle nur eine Öffnung. Und da findet einfach keine Luftzirkulation statt. Ne? Du hast immer Kondenswasser drin. Wenn der benutzt ist und er leer war, kann man ganz einfach hergehen, macht den kompletten Ausgießer weg. Der übrigens, wenn er mal nicht in Gebrauch ist und ihr lieber lecker Tequila Sunrise trinken wolltet, kann man stattdessen einen Hahn drauf machen, der ist auch in jedem Set dabei. Und da könnt ihr einfach nur euer Cocktail oder euer Strich oder Wasser einfach genießen. Das ist Lebensmittel echt BPA-frei. Wird in Deutschland produziert. Öffnen unten, oben öffnen und das Ganze bitte einfach an den Baum, an den Heckträger hängen. In einer Stunde im Sommer in der Sonne ist das Ding komplett ausgetrocknet, weil die Luft oben reinströmt und unten gehen die Tröpfchen raus und das Ding ist wieder furztrocken. Ihr könnt ihn direkt hinterher wieder klein machen, hinten faltet ihn, dass er wieder das Packformat hat wie oben. Ja. Dann kann ich ihn entweder so irgendwo hinlegen oder ich mache ihn wirklich wieder klein, dass ich den Rüssel durchmache und ich habe mein fertiges Packformat wieder für den Organizer, da steckt er dann wieder drin. Ja. Perfekt. Genau. Zusätzlich wird uns jetzt gerade noch mal vorgeführt, es gibt auch einen Abwasserbehälter und da hören wir uns jetzt gerade mal an, wie das funktioniert. Ich habe noch nicht aufgebaut, aber das machen wir jetzt mal schnell mit euch zusammen. Abwasserset heißt, ich habe ein Anschlussset, Hier habe ich jetzt einen, im Set sind zwei davon, 20 Liter jeweils, insgesamt 40 Liter. Mhm. Und das entspricht quasi meinem Grauwassertaxi oder Abwassertaxi, wo ich einsetze jahrelang und der mir immer im Weg liegt. Ja. Heute habe ich mein Set, zwei Stück davon im Gaskasten, dann nehmen sie keinen Platz. Ja. Wenn ich auf dem Campingplatz ankomme, habe ich hier mein Anschlussset. Wer jetzt sich nicht sicher ist, passt es, passt nicht. Das ist diese Bandbreite, wo es abdeckt. 60 bis 65% ist das Marktanteil. 28, 30, 32 mm, 40 mm Außendurchmesser, 1,5 Zoll, das kann diese Muffe, indem ich die jeweiligen Reduzierungen rausnehme oder wieder reindrücke. Und dementsprechend schöne ist, dass diese Muffe auch mitwächst. Das heißt, wenn ich heute dieses Modell fahre und nächstes Jahr ein neues kaufe, nehme ich es einfach mit. Ja. Ziehe das einfach um, stecke das an am Fahrzeug. Beim Wohnmobil habe ich einen Grauwassertank eingebaut. Da könnte ich jetzt in dem Moment schon den Hahn öffnen. Das Grauwasser fließt bis hierhin, aber nicht weiter. Ich habe jetzt aufgestellt auf dem Campingplatz, laufe gemütlich an meinen Gaskasten. Wenn ich ablassen möchte, nehme meinen Faltkanister luftlos. Die Luft ist rausgedrückt vorher, bevor ich ihn andocke. Und nichts anderes mache ich, wie beides zusammendrücken. Dann macht es klack. Und in dem Moment fließt mein Wasser rein, der Behälter geht auseinander. Ich habe keinen Gestank mehr, ich habe kein Ungeziefer. Ja, und ich habe auf jeden Fall was Platzsparendes. Ne? Der Behälter sieht noch aus wie ein Fußball. Ich kann jederzeit stoppen. Ich muss nicht warten, bis 20 Kilo drin sind. Ich kann nach 5, nach 10 aufhören. Einfach nur die Kupplung drücken und beide Ventile machen wieder zu. Dann lege ich den vollen auf die Seite. Im Set sind zwei. Mache ich den nächsten dran. Fertig. Das ist eine super Sache. Wir fahren ja im Moment haben wir einen Reisemodus, wo wir jeden Tag weiterfahren und immer irgendwie eine Entsorgungsstation anfahren können. Aber wenn wir jetzt in Zukunft mal ein bisschen mehr Zeit haben, gechillter unterwegs sind, mal vielleicht 3 Tage auch an einem Ort bleiben, an einem Stellplatz, ist das eine super Lösung dafür, zwischendrin das Grauwasser zu entsorgen. Perfekt, danke schön. Gerne.
Oh, das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Was trinken? Trinken. Trinken. Da, da, da. Wenn schon kein gescheites Leckerli, dann wenigstens eine kleine Gassi-Runde. Aber natürlich doch, meine kleine Dame. Und weiter geht's in Halle 7. Als ich in der Neuheitenübersicht von einer Kühlbox gelesen habe, die ohne Stromanschluss bis zu 10 Tage kühlt oder sogar gefriert, war klar, da muss ich hin und mir zeigen lassen, wie das funktioniert. Unser Kühlschrank ist für 2 Personen recht klein dimensioniert und wir müssen viel zu oft einkaufen, weil wir Frisches nicht für mehr als 3 Tage bevorraten können. Auch bei hochsommerlichen Temperaturen wäre es schön, wenn man einen größeren Vorrat an kühlen Getränken hätte. Hier gibt's obendrauf 10 Jahre Garantie. Das will was heißen. Wir haben hier eine Hightech-Kühlbox, die bis zu 10 Tage ohne Strom funktioniert, die Coolbox. Wir haben 2 Schlüsseltechnologien. Zum einen die Vakuumisolation, das ist der erste Schlüssel. Und zwar schaut das Ganze so aus, Vakuumisolation, die in den Seitenwänden im Deckelboden verbaut ist und die Faktor 10 zu herkömmlichen Dämmmaterialien isoliert. Das ist die Idee oder der Schlüssel, warum wir so lange die Temperatur halten können. Die zweite Technologie sind unsere Temperaturelemente, die wir hier in Blau sehen. Die Temperaturelemente stellen die Temperatur in der Kühlbox ein. Das heißt, Blau ist Kühlschranktemperatur 2 bis 8 Grad. In Kombination mit der Isolation haben wir dann eine Kühlbox, die bis zu 10 Tage in einem Kühlschrank sein kann. Das heißt Outdoor-Kühlschrank, der bis zu 10 Tage ohne Strom funktioniert. Gerne mal reinschauen. Es geht auch gar nicht so wenig in die Kühlbox rein. Wir haben hier 27 Liter Getränke, Obst, Gemüse, was man alles eben braucht. Wir haben hier neben dem Kühlschrankbereich noch weitere Temperaturbereiche, und zwar den roten Standard-Kühlbereich, der macht minus 2 bis plus 2 Grad. Ein bisschen kälter als Kühlschrank, aber ideal, um Lebensmittel über einen langen Zeitraum kalt zu halten. Und dann haben wir noch den weißen, das ist der Standard-Frozen-Bereich, der macht minus 20 bis minus 10 Grad. Das heißt, wir haben sogar einen Tiefkühler. Das heißt, nicht nur ein Kühlschrank, der 10 Tage ohne Strom funktioniert, sondern sogar ein Tiefkühler, der bis zu 10 Tage ja, dein Gefrorenes kalt halten kann. Können wir gerne mal kurz rüberschwenken. Kann ich noch hier einfach vorstellen, wie das Ganze in der großen Box aussieht. Die große hat 43 Liter und hier haben wir genau unseren Tiefkühler, von dem ich gesprochen habe. Oh, mit Speiseeis drin. Leute, da liegt Eis. Lecker, lecker, lecker. Genau. Haben wir auf Messen dabei, um zu zeigen, dass wir nicht nur kühlen können, sondern auch tiefkühlen können. Gerade im Barf-Bereich für Hundefutter, wenn man Essen vorbereiten möchte und einen Urlaub mitnehmen möchte, auf Tiefkühlware nicht verzichten möchte, Eis für die Kinder etc., hat man da die Möglichkeit mit uns passiv auch tief zu kühlen. Und das eben eine Woche bis 10 Tage. Auch 10 Tage? Genau. Wahnsinn. Was ist das da oben drin? Diese? Ah, das ist dann eben der größere einfach nur, der es komplett abdeckt. Bei der kleinen haben wir kleine Form, diese quadratische. Bei der großen haben wir eben diese Platten, schließen sich links um das Kühlgut ein. Das heißt, wir haben hier 6 Elemente. Wir haben ein Bodenelement, ein Deckelelement und noch 4 ringsrum. Das heißt, ein kleiner Kühlwürfel in der L-Box. Genau. Super. Ja. Darüber hinaus, was natürlich für Camper immer relativ wichtig ist, ist das Gewicht. Wir haben hier mit 5,5 Kilo und mit 7,5 Kilo extrem leichte Kühlboxen im Hightech-Segment. Eine der leichtesten Kühlboxen allgemein, was natürlich, wenn man auf Gesamtgewicht von Bodenwegen, von Campern geht, immer relativ wichtig ist. Genau. Super. Jetzt kommt natürlich die Frage, die immer kommt, was kostet der ganze Spaß und wo wird es produziert und hergestellt? Die Kühlboxen gehen los bei 370 Euro. Wir haben unseren Produktionsstandort in Würzburg, das heißt Made in Germany. Wir sind eine der wenigen Kühlboxen, die komplett in Deutschland produzieren, mit regionalen Zulieferern. Und weil wir eben Made in Germany sind, weil wir ein sehr hochqualitatives Produkt haben, geben wir außerdem noch 10 Jahre Garantie auf unser Produkt, um da wirklich die letzten Zweifel aufzunehmen. Wir haben immer ein kleines Goodie für Leute, die auf der Messe vorbeikommen, haben immer unterschiedliche Angebote. Aktuell geben wir ein gratis Zubehörteil dazu, wenn wir auf der Messe hier in Stuttgart vorbeikommen. Gerne vorbeischauen, wir erklären es gerne nochmal persönlich, geben eine Empfehlung, gerade mit den Temperaturbereichen, was da ideal für einen ist, und haben natürlich ein kleines Messe-Goodie noch dabei. Genau, und ansonsten online bestellen kann man bei euch jederzeit über die Website. Jederzeit online bestellen, genau, wir liefern kostenlos nach Hause. Schaut gerne mal vorbei. Super.
Also, vielen Dank für die Erklärungen und ich finde, das ist einfach eine super Sache. 10 Tage ohne Strom, das ist schon eine Hausnummer, das ist eine Ansage. Dankeschön. Unser letzter Stopp in Halle 7 liegt bei einem Spezialisten für Fahrwerktechnik und Nachrüstungen. Also ich stehe jetzt hier gerade am Goldschmidt-Stand, für alle, die es interessiert. Wir haben ja eine Zusatzluftfederung von Goldschmidt vor 1,5 Jahren einbauen lassen. Und ab März, April ungefähr diesen Jahres, März, April 2024, gibt es eine zusätzliche Steuereinheit, die einen vollautomatischen Niveauausgleich macht, eine Niveauregulierung. Es gibt jetzt hier schon einen Prototypen, der ausgestellt ist. Den habe ich euch gerade schon gezeigt. Es steht aber noch kein Preis dafür fest, was diese Aufrüstung kostet. Der Mitarbeiter hat mir gerade erklärt, dass es bleiben praktisch nur die Luftbälge drin im Fahrzeug, wenn ihr das jetzt schon drin habt. Und fast alles andere muss ausgetauscht, nachgerüstet werden. Kompressor kann unter Umständen drin bleiben, aber vorne die Schläuche und so, wo Luft durchgeführt wird, muss ausgetauscht werden. Ja, also. Ein bisschen größerer Aufwand auf jeden Fall. Nicht nur irgendwie eine Software oder irgendwas in der Art. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Auf jeden Fall kann das Teil dann, wenn ich das recht verstanden habe, kann auf jeden Fall schon mal Bedienfehler verhindern. Ne? Das ist unmöglich, dann falsch in falschen Fahrhöhe unterwegs zu sein. Genau, genau. Nicht so, dass ihr jetzt denkt, man drückt auf den Knopf wie bei einer Vollluftfederung, dass das Fahrzeug sich dann automatisch in Wasserwaage nivelliert. Das ist damit nicht möglich. Es war nur, wenn automatisch hergestellt, ja. Angezeigt, wenn es eben die Anlage nicht in diesem sein sollte. Genau, also es ist nur zur Niveauregulierung fürs Fahrniveau, dass das dann funktioniert. Genau. Okay. Die neue Steuerung funktioniert über eine App, mit der ein Rauf und Runter für jede Seite einzeln möglich ist. Mit dem bisherigen Bedienteil, das wir haben, geht es einzeln nur abwärts. Beim Rauf werden beide Luftbälge gleichzeitig angehoben. Der Preis für die Zusatzluftfederung mit der neuen Steuerung namens RHC wird bei ca. 3.000 Euro liegen. Für eine Nachrüstung, wie sie bei uns notwendig wäre, gibt es noch keine Auskunft. Wir haben vor 1,5 Jahren knapp 2.700 Euro gezahlt und sind mit dem System, so wie es ist, zufrieden. Die Neuerung bietet aus unserer Sicht keinen Mehrwert und wir werden sicher nicht für einen wiederwehrstelligen Betrag umrüsten. Ich versuche gerade Adriane noch von diesen schönen Campingstühlen zu überzeugen, die ich nämlich genial finde, weil das Packmaß, das müsst ihr euch mal anschauen. Wir haben nicht sehr bequeme, sehr schöne Campingstühle, aber die nehmen bei uns in der Garage relativ viel Platz weg. Der Adriano zeigt euch jetzt mal, wie schnell man diesen Campingstuhl auf ein kleines Packmaß verbauen kann. Ich sitze hier gerade in einem Campingstuhl mit Schaukelfunktion und mag gar nicht mehr aufstehen. Also ihr müsst nicht denken, ich wackel so mit der Kamera, der Stuhl wackelt mit mir. Hat was. Und Adriano schaukelt neben mir. Das macht sowas von Spaß. Das Gehäuse für die Feder hat oben und unten Löcher, sodass man Dreck und Sand ausspülen kann. Sollte die Feder nach Jahren ermüden, gibt es Ersatz. Nach 5 Stunden Messe sind wir auf der Suche natürlich nach Sitzgelegenheiten. Wir kommen hier gar nicht mehr weg. Wir schaukeln einfach noch immer eine Runde, um uns auszuruhen. Aber heute mal, ja, gut, okay, mal am Tisch. Wir sind jetzt noch schnell bei Flexaport gelandet. Eins unserer Lieblingsausstattungsteile, die wir uns schon gleich ziemlich nach dem Kauf vom Campervan geholt haben. Das sind diese Einsätze für die normale Kassettentoilette. Ihr habt vielleicht schon in anderen Videos davon gesehen. Wir benutzen das jetzt auch schon seit 2,5 Jahren und wir sind damit so hoch zufrieden. Für wenig Geld praktisch eine Trockentrenntoilette. Viele von euch kennen das ja schon. Das heißt, viele von euch werden wissen, das Flüssige kommt nach wie vor in die Kassette
Und das Feste sammelt man in einem Behälter mit Tüte und kann sofort entsorgen wie ein Hundekotbeutel. Und wir finden das einfach genial für den Preis. Eine super Lösung. Und wir würden nie mehr davon wechseln und weggehen. Also wichtig ist noch zu sagen, diese Einsätze von Flexapod gibt es für alle Toiletten. Allerdings muss man beachten, es ist für jede Toilette ein anderer Einsatz. Das ist jetzt hier die C220. Aber daneben ist ein Porta-Potti. Der Einsatz, der Ring dafür sieht eben anders aus und passt auch nur in das Porta-Potti. Hätte eben keinen Platz in diesem C220 Modell. Ja. Es gibt Modelle, die haben sogar noch Halterungen an der Seite. Falls die nicht so einen Spülrand haben, auf den es gelegt werden kann, dann muss es anders befestigt werden. Aber auch dafür haben wir eben entsprechend die Lösung gefunden. Im Normalfall werden bei uns für die Flexapod-Einsätze Hundekottüten verwendet. Das Problem dabei ist, egal bei welcher Stärke, das Material ist nicht gasdiffusionsdicht. Heißt, durch diese Tüte kommt der Gestank durch. Und das möchte man in seinem Fahrzeug nicht haben. Das heißt, wenn man nicht sofort entsorgen kann, braucht man irgendeine geruchsdichte Lösung. Wir haben das gelöst, indem wir geruchsdichte Tüten hier haben, die tatsächlich aus einem Material sind, das kein Gas durchlässt, heißt der Gestank bleibt in der Tüte drin. Die Tüte ist nicht ganz so flexibel wie Hundekottüten, das heißt, man kann sie nicht eintrillern und zuknoten, sondern man braucht ein kleines Verschweißgerät, Folienschweißgerät, kostet 24,90 Euro. Damit kann man diese Tüte zuschweißen und dann ist die wirklich dicht und kann die auch ein, zwei Tage, sogar auch eine Woche im Fahrzeug nochmal aufbewahren, bis eben der nächste Restmüll verfügbar ist. Das waren die Neuheiten im Zubehörbereich, die wir euch zeigen wollten. Im zweiten Teil schauen wir uns dann doch noch mit euch zusammen ein paar Campervans an. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.